Ja, sieht gut aus. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 BG Farm. Mit dabei haben wir heute, oh Gott, den Lami, den Sepp Schweizer, Daki, den Friedel, Jörgi, Rasta, Sven und Special Guest heute, neue Woche, neues Glück, der Homer. Grüße. Hallöchen. Hallo. Hallo. Jede Woche ein anderes Exemplar. Oder bist du nur der Einladung gefolgt? Wer hat dich eingeladen diesmal, Stefan? Ich glaube, Lami war es. Lami hat mich eingeladen, ja. Die Zuschauer wollten unbedingt den Humor bei BG sehen. Ja, verstehe ich auch. Ja, vielen Dank für die Einladung auch. Ne? Verstehe ich auch. Was spielst du denn so für Maps aktuell, Stefan? Aktuell spiele ich immer noch die Hof Bergmann bis zum Ultimo, glaube ich. Und ja. Wildbachtal aktuell. Okay. Bei YouTube und auf Twitch spiele ich hier hinter Kaifek und die Map La Coroniella spiele ich auch noch. Ah, okay. Cool. Ja, so eine schöne galizische Map halt, ne? So ein bisschen was anderes. Ja. Was ist dein Map, was ist dein Mod für den LS19, was noch fehlt? Mein Mod, was noch fehlt? Ja. Boah, gute Frage. Ja, siehst du. Ja, genau, da sind wir beim Thema. Was fehlt jetzt so als Mod? Keine Ahnung. Wüsste ich jetzt eigentlich erstmal nichts. Bist du wunschlos zufrieden? Ja, eigentlich jetzt im 19er schon so, ne? Für die neue Version vielleicht, denke ich mal, ein bisschen was anderes noch, vielleicht auch mal so gebraucht war, Fahrzeugmarkt oder irgendwas. Ja, ne? Ja. Das wäre auf jeden Fall, denke ich mal, auch was Cooles. Ansonsten irgendwie ein bisschen, ja, weiß ich nicht, Produktion vielleicht von Beginn an oder sowas drin, ne? Okay. Ja, cool. Achso, warte mal. Hier ist ja heute Patch Day, ne? Ja. Hat irgendjemand mal geguckt, was die alles gemacht haben, da nimmt die großartigen Ding? Nix. Hast du geschaut, wie groß das Update wert war? Nee, sie haben es automatisch gemacht. Wenn du es auch geschaut hättest, wüsstest du jetzt, wieso das von irgendwie 78 MB. Irgendwas in die Richtung. Wahrscheinlich 2 MB schon Patch Notes. Ach so. Aber ja, und wenn man sie bei im Web runtergeladen hat, hat es irgendwie 2,8 GB. War es irgendwie was Starkes oder war nur Vorbereitung fürs DLC? Irgendwie kleinere Bugfixes und so, glaube ich. Okay. Also nichts Weltbewegendes. Nichts Weltbewegendes, gut. Merkt man irgendwie einen Performance-Unterschied? Auch nicht, ne? Nicht wirklich. Tendenziell schlechter geworden. Ach, Raster, jetzt hör doch mal auf zu heulen. Es ist immer noch LS, also von dem hier Performance und LS, zwei Wörter, die nicht zusammenpassen. Ihr habt ja jetzt den geilen Mod runtergeworfen wieder? Ja. Ach man, ist halt doch einfach, nee. Ich hatte schon ein bisschen gewundert, dass der Raster heute wieder dabei ist. Aufgrund von Unstimmigkeiten im Team. Ach so. Haben sich die Game Admins dazu entschlossen, den Mod runterzuschmeißen. Ach, weißt ja. Du kannst ruhig sagen, dass sie da mit einem Lynch-Mob droht haben. Das ist das ruhigste sagen. Ich weiß von nichts. Sag doch einfach, wie es war, Schweizer. Ist ja kein Problem. Sind ja unter uns. Ah, wie mir gesagt, er kann ihn ruhig drauf lassen. Aber dann wär's heute alleine, die zwei. Das wäre auch cool gewesen. Aber, ach so, genau, Lami, jetzt kommst du dran. Hey. Erzähl mal was zu den Missionen. Die haben sich leicht verändert. Leicht. Leicht. Man beachte den Namen, man beachte noch ein paar andere Dinge. Ich weiß ja jetzt nicht, bist du jetzt genau drin? Ja, in klar. Der Mission? Ja, voll dabei. Unter anderem, ja, sind jetzt so ein paar Gesichter aufgetaucht und Namen aufgetaucht, die vorher nicht drin waren. Das reine BG-Team. Mhm. Plus aktuell die Streamer, die bei uns teilnehmen oder mitspielen. Okay. In der Mission selber habe ich die Größe der Fahrzeuge geändert. Komplett, also die Größe selbst, die Anzahl der Fahrzeuge habe ich geändert. Dann habe ich Fahrzeuge reingenommen in die Mission, die vorher nicht drin gewesen sind. Zum Beispiel Überladewagen, den Big M. Als Grasmission oder Silo-Ballmission. Mhm. Und von den kleineren Fahrzeugen bis zum größeren alles in doppelter oder dreifacher Anzahl. Zum Beispiel, zum Beispiel bei 118 sehe ich hier 1, 2, 3 plus 13. Also es sind 16 Gerätschaften oder Fahrzeuge dabei. Genau. Das sind, sind 3 Drescher. Dann. Ja, 3 Schneidwerke dazu, 3 Anhänger dazu. Da sind wir schon mal bei 9. Und dann kann es sein, dass da noch 2 oder 3 Schlepper dabei sind plus Anhänger.
In verschiedenen Formen. Also volle Möhre. Genau. Wenn du die annimmst, dann treffen wir uns mal beim Shop, dann gucken wir uns das mal an, weil ich musste die Mapper da noch ein bisschen ändern, weil der Platz nicht ausgereicht hat. Das war ein bisschen schlecht. Okay. Ich nehme jetzt einfach mal die 118 an, aber wir machen sie nicht, okay? Ja. Gerät ausleihen. Es wird vielleicht kurz laggen. So. Ja, kurz ist gut. Oh. Wir sehen uns in einer Stunde, wenn das Spiel wieder läuft. Hast du nachgelassen? Der Raster befahren. Aha, okay. Das heißt, es sind jetzt, das ist alles eine Mission, was wir jetzt hier sehen. Das ist alles eine Mission hier. Plus, wenn wir Glück haben, steht alles hier unten. Glaube ich aber nicht ganz, weil die Anhänger fehlen. Ja. Die habe ich dann hier oben auf dem Berg platziert, weil ich wusste nicht, wo ich sie hin tun soll. Ich habe sie hier oben auf die Wiese gelegt. Hier, da oben, wo Schweizer ist. Jetzt warte doch, ich bin ein alter Mann, ich bin nicht so schnell. Da steht dann auch noch diese diverse Fahrzeuge rum. Ach, hier oben, okay. Ich musste irgendwo hin tun. Ich wusste nicht genau wo, aber ich habe sie hier erstmal platziert. Okay, da ist jetzt aber alles dabei, ne? Auch ÖLW sehe ich hier. Sehr genau. Schön. Wie gesagt, das ist ja so im Standardspiel nicht drin. In keiner Mission der ÖLW. Ja. Aber bei manchen macht der schon ein bisschen Sinn, gerade Multiplayer. Okay, das ist nicht schlecht, muss ich sagen. Das heißt, eine Mission, dann hast du hier einen kompletten Fuhrpark stehen mit mehreren Anhängern, Dreschern und so weiter und so fort. Richtig. Das heißt, theoretisch kannst du eine Popelmission annehmen, wo es 13 Fahrzeuge gibt und dann machst du andere Missionen ohne Gerätschaften und dann hast du einfach mal ausgesorgt. Genau so ist das. Aha. Wie gesagt, es gibt ja auch noch andere Missionen mit größeren Fahrzeugen. Das ist jetzt Mittelklasse-Fahrzeuge alles. Ja. Und da gibt es halt diese, die kleine Klasse noch und die große Klasse. Bei den großen Klassen, ich glaube, da war auch eine Mission dabei, die... Ich habe vorhin schon mal gesehen. Oder doch noch nicht. Die wird irgendwann auftauchen. Aber das ist jetzt speziell nur für diese Map hier angepasst, ne? Genau. Okay. Wird es auch nicht zum Download geben, weil die ist nur für BG. Ja. Und Homer hat sie. Ja, ich auch. Und Homer hat sie, genau. Anfragen an Homer. Nee, bitte nicht, danke. Nein, an Schweizer. An die Schweizer? Das haben wir schon diskutiert. Also, bei Schweizer könnte ich es ja auch haben, aber ohne Wasser halt. Und ja, aber ob du das Wasser siehst, hast du noch gar nicht überprüft, oder? Doch. Könntest du aber glauben, dass ich gucken war. Der erste Weg ging erstmal zum Richtung Fluss. Jörg, bist du immer noch im Zug überhaupt? Ja. So, Jörg, willst du immer noch mal aussteigen aus dem Zug oder bist du da gewachsen drin? Ja? Nee, ich steig noch zwischendurch aus. So, was machen all die anderen, die nicht mit Kartoffeln beschäftigt sind? Ich bin am Silofest fahren an der BGA. Cool. Wir laufen dich, Sepp. Der Chatverlauf ist ein Hammer. Ja, ja. Abfahren. Warte mal, wie viele Leute seid ihr denn jetzt auf dem Kartoffelfeld? 5, glaube ich, oder? Boah. Ja. Weil die 96 könnte man dann noch pflügen und dann ansehen und die 86 ansehen, die 80 ansehen, die 71 ansehen. Ja, okay. Sollen wir noch irgendwelche Wünsche? Momentan nicht. Okay. Ich mache erstmal die BGA zu, damit das schon mal gären kann. Wie sieht's aus mit den, mit Gas hin und her bringen und hast du nicht gesehen? Momentan fast nichts da, weil okay. BGA die Lasche nix ist. Gärreste kann man nicht verkaufen, ne? Keine Ahnung. Ja, was haben wir denn mit den Gärresten gemacht? Mist. Da im Separator oben. Ah ja, stimmt. Könnte man sonst dann noch ein bisschen hin und her fahren? Ja, bin gerade dabei. Ja, verstehst du? Sonst könnten wir noch ein, zwei Düngemissionen annehmen. Ah, okay. Düngemission wäre tatsächlich eine richtig gute Idee, weil ich habe tatsächlich eine fette Düngemission gesehen mit einem fetten Selbstfahrer. Könnte man die mit Maschine annehmen und einfach alles dann mit der Maschine machen. Also der Rasse ist ja unser Düngerboy hier. Nee, den Job habe ich ja aufgegeben. Was? Der Rasse ist mein kleiner Abfahrer. Was? Ja. Das kann man nicht einfach aufgeben, das hat was mit Leidenschaft zu tun. Ja, ich hab's eh. Die ersten, weiß ich nicht, wie viel Aufnahmetermine durchgeht. Ja, ja, okay. Ich dachte, du stehst unten, Sepp. Oben. Lul. Ich bin eine Drangsitz. Ist der Friedl auch wieder mal dabei jetzt?
Ja. Friele, wo warst denn du die letzten paar Mal? Also, einmal waren wir grillen. Ja, verdient, ja. Ja, und das zweite Mal waren wir grillen. Ja, okay. Schon mal gehört, ja. Ja, ja, genau. Und ja, das war's. Okay. Aber war gut grillen, also, ja. Ja, ja, mit der Feuerwehr. Nein, ich bin nicht bei der Feuerwehr. Ja, du warst es nicht, ne? Wer war denn das nochmal? Nein. Alle anderen. Sepp Schweizer, Jörgi. Ja. Ja, wer? Oh, Darki. Hallo. Ja, ich stehe hier und warte. Super. Ich bin schneller. Ja, toll. Ich war extra im Berg hier hoch. Komm ja eh schon. So, Silo ist zugedeckt. Sehr gut. Brauchen wir die Gerätschaften? Oh, der Tempomat ist nicht richtig eingestellt. Und dem Schlepper am Hof, oder kann ich sie in der BGA stehen lassen? Hier stehen lassen. Theoretisch stehen lassen. Okay. Wieder nicht? Jetzt. Jetzt, okay. Jetzt nicht mehr. Ich hab nichts gemacht. Nur sowas ist unschuldig. Braucht ihr noch jemanden da oben, oder braucht ihr nur einen Fernfahrer? Wieso bin ich jetzt ausgestiegen? Was ist da los? Fernfahrer braucht man gar nicht. Eigentlich. Och Mann. Und wenn du Kartoffeln machen möchtest. Ich will Kartoffeln machen. Wer ist ein No-Foy von euch, Schlingel? Wer will denn wechseln? Okay, ich raus. Was warst du nur gefahren? Oh nö. Der Schlingel wird schon. Das Original. Home Sweet Home. Fahrzeug. Hatte der Rune Mod gerade so ein heftiges Licht. Alter, wer drückt denn da schon die Uhr? Wer ist das von euch? Warte, ich finde das raus. Der Friedel. Typisch. Ja. Ich hab's vermisst. Ehrlich? Ja. Was hast du vermisst? Die Hupe. Welche? Nein, konnte nicht bringen, ich flog vom Server. Nee. Also ja, von mir nicht. Schweizer, du Schlingel. Erzählt das seinen eigenen Abfahrer? Mein Bullock habt ihr ja nicht zugelassen, hä? Der hätte die beste Hupen von alle gehabt. Das Schiffshorn? Der hätte auf einer Martinshorn gehabt und auf der anderen eine Luftschutzsirene. Oh, ich roll bergab schneller, wie du fahren kannst. Kannst ein Tempomat reingeben, gell? Ja, der Tempomat ist auf 60 gestellt. Komfortabel, weißt du schon, nicht mit 30 Geschwindigkeit kann, heute. Ja. Schweizer, bist du überhaupt voll? Noch nicht. Schon, gell? Was denn, lass ich mir einfach schirm. Bleiben da eigentlich ein paar Kartoffeln über? Hoffentlich. Wo willst du die reinwerfen? Frittenfabrik. Alter, was war denn da gerade so hell? Ist da gerade irgendwann ein Raumschiff abgestürzt oder hat der Unimog umgedreht? Das ist der Unimog. Das ist aber auch so ein ungetüm, das also Teil. Bei Hafenschiene würde ich es nicht verkaufen unter die Erdäpfel. Warum? Der Preis ist relativ im Keller. Okay. Hast du aus der gerade was abgeliefert? Wie schaffst du's? Ja, vielleicht haben wir ja schon ein, zwei Zugladungen abgeliefert. Oh Gott, das wäre immer schlimmer. Boah, Tag hält hier. Ja, ja. Alter! War viel angenehmer, wo Friedel nicht da war. Bevor ich hinaus mit zu 4 und 5 Treffern lief das selber besser. Jetzt fahre ich nur noch 9 km/h. Ja, das ist immer so. Je mehr Leute, desto. Also, ich kann mich nicht beschweren. Es ist immer noch LS. Ja, du fährst auf Zug wahrscheinlich, ne? Ja. Ich glaube, bei Sven geht's auch noch einigermaßen. Ja, wir hier alle jetzt alleine. Schweizer, wie schnell fährst du? 9. Das war ein Scherz, hast du das gerade gesagt. Komm. Nee, wie schnell fuhr der Zug nochmal? Ich weiß ihn jetzt nicht. Von 160. Sonst kommt jeder hier nicht mehr. Ist der nicht rein. Über 100 der Zug? Ja, 160 fährt er jetzt. Vorher fuhr er nur 80. Ah. Wo ist denn nicht der Holzjogel heute? Nicht da. Was habt ihr wieder gemacht? So viele neue Mods. Schweizer hat gestern die Mods geändert, das gelangt. Ach, du bist gescheitert. Er kommt erst nächstes Monat wieder.
Das hätte so fies, ne? Ja, eindeutig. BG. Weißt du, bin ich an dir festgekeilt? Nö. Schade, sonst kann ich jetzt einfach hier AFK neben dir herfahren. Was? So was machen wir hier nicht. Echt? Daki und Schweizer schon, die haben GPS in den Fahrzeugen. Ja. Der eine lenkt links, der andere rechts und beide, ja. Das hatten wir bis letzte Woche auch gehabt. Was denn? GPS 97, in den Fahrzeugen. 98, 99, voll. Komm weg. Ich bin reich gefüllt. Ja, das schaffe ich schon. Wenn es einer schafft, dann du. Ja. Wir haben es aber tatsächlich auch geschafft, weil wir sind fertig für heute. Liebe Leute, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Machen wir es eigentlich so, dass wir die Gäste auch in der Videobeschreibung verlinken? Wenn du das willst. Ah, ja. Also, du musst es machen. Das ist mir gerade aufgefallen. Mal gucken, ob ich es nicht vergesse. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao, ciao. Ciao. Tschüss.